Die deutsche Europaabgeordnete Pierrette Herzberger-Fofana hat belgischen Polizisten gewalttätiges und demütigendes Vorgehen vorgeworfen. Die in Mali geborene Grünen-Politikerin berichtete im EU-Parlament von einem gegen sie gerichteten Einsatz. Als ich den Brüsseler Nordbahnhof verließ, habe ich gesehen, dass 9 Polizisten 2 junge Schwarze verfolgt haben. Ich hatte mein Telefon in der Hand und habe ein Bild des Geschehens aufgenommen, was erlaubt ist. Die Polizisten sind auf mich zugekommen. Sie haben mir das Telefon aus der Hand gerissen. 4 der bewaffneten Polizisten haben mich gewaltsam gegen eine Wand gedrückt. Sie haben gewaltsam meine Handtasche an sich genommen, mich mit gespreizten Beinen an die Wand gedrückt. Einer der Polizisten wollte mich abtasten und durchsuchen. Sie haben mich demütigend behandelt.